Gibt's da einen? Nein, es gibt keinen. Nein, gibt keinen roten Punkt. Ja, gibt, doof. Gibt keinen roten Punkt. Okay. Ich glaube, viele wissen das nicht und viele machen das einfach aus dem Gefühl raus. Und ich weiß halt, wie man es berechnen kann und auch was wichtig ist dafür. Deswegen, da geht es heute mal drum. Heute, wie berechne ich die Tragfähigkeit, die ich eigentlich brauche an meinem Gabelstapler? Ja, los geht's. Herzlich willkommen zu Stapler TV. Mein Name ist Björn Henk. Heute geht es um das Thema Traglast, Tragkraft am Gabelstapler. Wie kann ich herausfinden, welche Tragkraft für welche Größe von Palette, für welches Gewicht ich brauche? Wir gehen erstmal raus an den Gabelstapler. Ich erkläre so ein paar grundsätzliche Dinge, wie die Tragkraft angegeben ist beim Gabelstapler und worauf man achten muss. Komm her. So, bei der Tragkraft, welche Tragkraft hat ein Gabelstapler? Ganz wichtig ist, die Tragkraft wird immer angegeben, herstellerseitig, mit dem Lastschwerpunkt vom Gabelrücken. Das ist der Gabelrücken hier, hier. Und der Abstand nach hier, das ist quasi der Lastschwerpunkt, den die Hersteller angeben. Entweder mit 600 mm oder mit 500 mm, das kommt immer ein bisschen auf den Hersteller an, wie die angegeben werden. Lastschwerpunkt, ich versuche es euch nochmal anhand einer Europalette zu erklären. Man geht einfach mal aus von der Europalette, weil das ein standardisiertes Maß ist und geht davon aus, dass auf dieser Europalette die Last flächig verteilt, gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, hier in der Mitte wäre der Lastschwerpunkt. Wenn jetzt allerdings mal der Lastschwerpunkt nicht genau mittig auf der Palette ist oder die Palette anders ist als ein Standard-Europalettenmaß, also Übergrößen, große Paletten, Maschinen und, dann müssen wir irgendwie mal ausrechnen können, welche Tragkraft braucht der Gabelstapler, um dann eben diese Last noch sicher heben zu können. Und das will ich euch zeigen in einem kleinen Rechenbeispiel mal drin. Wofür ist das auch wichtig? Es ist außerdem wichtig, wenn man beispielsweise eine Palette vom LKW laden will aus der zweiten oder dritten Reihe, dann muss man ja irgendwie ausrechnen können, wie viel Tragkraft braucht dann der Gabelstapler. Wir haben hier mal unser Whiteboard vorbereitet. Wir fangen jetzt mal ganz einfach an. Also, wir haben gerade uns draußen die Europalette angeguckt. Diese Europalette ist 1200 mm mal 800 mm. Das heißt, wenn wir die von dieser Seite nehmen und gehen davon aus, dass die Last flächig drauf sitzt, haben wir den Lastschwerpunkt von hier aus von 600 mm. Die Hälfte von den 1200 eben. So, das heißt, wenn diese Palette 3 Tonnen wiegt, 3000 Kilo, was schon viel ist für eine Europalette, haben wir einen Lastschwerpunkt von 600 mm. Das heißt, wir brauchen einen 3 Tonnen Stapler. Soweit so gut, soweit klar. Wenn die Palette jetzt aber anderes Maß hat, doppelt so lang ist, haben wir den doppelten Lastschwerpunkt, brauchen wir die doppelte Tonnage. Alles klar. Angenommen, wir haben jetzt aber LKW-Entladung. Kommt gar nicht so selten vor. Und wir haben jetzt die Paletten immer längs gestellt. Wir wollen von hier aus dranfahren. Und jede dieser Palette hat eine Tonne. Ne? Das sind ganz normale Europaletten. Das heißt, die sind auch flächig gepackt. Wir machen das jetzt mal ein bisschen schön, damit man es gut rechnen kann. Dann haben wir hier eine Europalette, zwei Europalette, die dritte Europalette. Wir nehmen jede Palette einzeln. Damit wir diese dritte Palette jetzt beispielsweise rausnehmen können, haben wir hier einen Lastschwerpunkt, 800 mm, die Hälfte. Ne? Heißt 800 mm, nochmal 800 mm sind 1600 plus nochmal 400 mm. Das heißt, wir haben einen Lastschwerpunkt von 2000 mm. Und haben ein Gewicht, haben wir gesagt, Palettengewicht von einer Tonne. Also 1000 Kilogramm. So, jetzt wollen wir mal ausrechnen, welchen Stapler, was für ein Stapler, wie groß muss er sein, damit wir diese dritte Palette eben hier hinten noch rausheben können. Die ist ganz klar, dafür reicht ein kleiner Stapler. Die muss schon ein bisschen größer sein, aber wie groß hier hinten tatsächlich, ganz einfach. Lastschwerpunkt 2000 mm mal die 1000 Kilo. Sind gleich. Wir gehen davon aus, dass wir ein Gerät nehmen, was der Hersteller mit einem Lastschwerpunkt von 600 mm angegeben hat. Sind gleich 600 mm Lastschwerpunkt mal x. So, damit wir jetzt rauskriegen,
x ist ja die Tragkraft, die wir rausbekommen wollen. Da teilen wir einfach diese 2000 mal 1000 durch die 600. Und dann kriegen wir raus, welche Tragkraft braucht das Gerät. Hättet ihr gedacht, dass es so viel ist? Ich vermute mal nicht. Das heißt, um hier eine Tonne rausheben zu müssen, von der Seite vom LKW, brauchen wir ungefähr einen Gabelstapler mit einer Tragkraft von 3,5 Tonnen. So könnt ihr jetzt alles ausrechnen, was ihr wollt. So könnt ihr alle Größen an Paletten ausrechnen. So könnt ihr Maschinengewichte und ausrechnen. Ich will es nochmal an einem anderen Beispiel machen, damit ihr es nochmal ein bisschen plastischer habt. Also, angenommen, wir haben eine große Palette. Die Palette ist 3000 mm mal 3000 mm. Das heißt 3 mal 3 Meter groß und wiegt 5 Tonnen. Angenommen, auf dieser Palette ist eine Maschine drauf. Wie groß muss jetzt der Stapler sein? Die Maschine ist aber auch gleichmäßig. Das heißt, hier in der Mitte ist wieder der Lastschwerpunkt. Wie groß muss also die Maschine sein, beziehungsweise der Gabelstapler sein, damit wir diese Maschine heben können? Ist wieder ganz einfach. So, das sind 3000, Quatsch, falsch. Wir haben den Lastschwerpunkt bei 1500 mm, von welcher Seite wir auch ranfahren. Das heißt 1500 mm mal 5000 Kilo durch 600 mm Lastschwerpunkt, wenn der eben vom Hersteller bei 600 mm angegeben ist. Manche geben dann auch anders an. Das heißt, um eine Palette in der Größenordnung zu bewegen, sicher zu bewegen, brauchen wir einen 12,5 Tonnen Gabelstapler. Brauchen wir einen Gabelstapler einfach mit einer Tragkraft von 12,5 Tonnen. Jetzt wisst ihr, wie ihr das ausrechnen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Abonniert unseren Channel, ein Like auf Facebook oder folgt uns bei Instagram, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleibt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Björn Henk. Ciao.